Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, servus. Hallo. Wieder ohne Flieger unterwegs? Natürlich, das gibt's nicht jedes Mal. Es ist auch viel zu hast dazu. Schon. Passt, fangen wir an? Ja. Schwarz-Blau, was hat sie da? Ja, ich weiß nicht, ob du gehört hast, sie haben ja die Logos der Ministerien vereinheitlicht jetzt. Die waren kostensparend damit. Okay. Ja. Jetzt haben wir aber drauf gekommen, durch eine Anfrage im Parlament, der Spaß hat. Was mir gerade der gefragt hat. Wer? Die Neos. Ja, ich glaube, das war die Neos. Das sind immer die Neos. Also weißt du das? Wurscht, jedenfalls 70.000 Euro hat es gekostet, diese Fahne aus Österreich leicht anzuschneiden. Und darüber hat sich das Web natürlich lustig gemacht und da kann man sich jetzt seine eigenen Ministerien basteln. Also mein Liebling ist ja Pferdeministerium Herbert Kickl. Das ist ein Fake. Noch ist es ein Fake. Ich glaube, das kommt noch. Aber die Freiheitlichen, die haben es ja mit den Pferden. Hast du das gehört aus Wien? Der Abgeordnete Nepp möchte, dass die Fiaker jetzt unter einem Sonnensegel stehen, weil es ist ihnen ja so heiß im Sommer. Was ist mit der FPÖ passiert? Das war doch einmal so eine schöne Burwalpartei. Und jetzt sind sie alle aufs Pferd gekommen, oder was? Voll. Alter. Und in einem Zoo in Ägypten, die haben einen Esel angemalt zu einem Zebra. Wir reden über österreichische Politik. Ja, eh? Was hat Ägypten und ein Zoo und ein Esel mit dem zu tun? Nein, das ist ganz eindeutig. Ich erkläre das ganz okay. Also, gut, ein Zebra ist ein Huftier. Ja. Also sowas. Paarhofer, glaube ich. Paarhofer, ja, genau. Also ein Pferd. Okay. Ja. Und das Umlackieren ist ja in Österreich, gerade in der Innenpolitik, sehr, sehr üblich jetzt. Mappen. Also von Schwarz auf Türkis und Türkis auf Schwarz. Und die haben das auch gemacht. Mit einer schwarzen Farbe haben sie aus einem Esel ein Zebra gemacht. Okay, aber mit dem Esel? Was hat bis, also bis ist jetzt schon weit weg, oder? Ich werde jetzt die Parallelen zu österreichischen Ministern nicht ausführen. Die Wochen, was hat der Trump wieder gemacht? Die Wochen war das zentrale Thema beim Trump natürlich die Zölle, ja, klar, die zwischen EU und USA sind. Am Anfang der Wochen war noch Donner, Gewitter, Blitz und Krieg, sozusagen. Dann ist der Jean-Claude Juncker einmal in aller Fitness natürlich in die USA gelungen, hat sich zusammengesetzt mit Trump und dann haben sie gesagt, na, das ist alles, also kriegen wir hin, wir wollen das beide, dass das gut rennt. Der Juncker ist ein alter Politfuchs. Das ist ein Fuchs, genau. Ich muss jetzt dazu sagen, zum Ende unseres Redaktionsschlusses wissen wir noch nicht, was passiert ist, als der Juncker dann den US-Luftraum verlassen hat, weil es könnte ja sein, dass der Trump dann spontan Twitter ausfasst und wieder einen kleinen G7-Tweet ausschießt. Man kann es nie wissen. Bam, auf gar keinen Fall. Das ist ja auch der Grund, warum die Europäer nicht jubeln. Eben. Vorsicht ist die Mutter bei Porzellankiste. Apropos Twitter, beim Trump, keine Woche vergeht, ohne dass er eine neue Perle raus hat. Was war? Naja, generell ist ja für Twitter ist Trump das Beste, was passieren kann. Weil er nutzt das Medium exzessiv und er kennt jeden Trick. Und die Woche hat er wieder einen neuen Trick ausgefasst. Was war das? Großbuchstaben! Großbuchstaben! In Großbuchstaben twittert er in Iran nieder. Wo schwarze Depper kommt, ihr vorne ist drüber! Was glaubst du, war für den Trump eigentlich schlimmer? Die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens oder dass sie ihm den Twitter-Account sperren? Wenn sie ihm den Twitter-Account sperren, ist seine Politik weg. Dann hat er eh keine Freude mehr. Stimmt auch wieder. Und Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Was hast du denn gelernt? Ich habe die Woche wieder was Unglaubliches gelernt. Echt? Ich habe, nein, das habe ich schon gewusst, ja. Sex ist ein bisschen kompliziert. Es ist nicht so wie in diesen Erwachsenenfilmen. Das ist komplexer.
Und diese Woche habe ich gelernt, dass man auch das Handy zum Sex verwenden kann. Aha. Es gibt nämlich Sex-Toys, die man mit einer App steuern kann. So Alexa-mäßig oder was? Eben, wenn man nämlich dann mit einer App was steuern kann, kann man es eigentlich auch mit einer Alexa steuern. Okay. Und dann habe ich mir überlegt und bin ich drauf gekommen, es wird zukünftig wahrscheinlich so Konversationen geben, wenn man so am Balkon sitzt und die Nachbarn auch, weil die Tür offen haben bis Wohnzimmer, und dann hört man die Nachbarin so, Alexa, bitte bestell 3 Liter Milch, erinnere Markus an sein Fußballtraining morgen um 2 und bring mich zum Stöhnen. Okay, was hast du gelernt? Ich weiß nicht, ob das gelesen hast. Das britische Parlament hat einmal so ein bisschen eine Inventur gemacht und die haben so 9000 Kunstwerke und jetzt sind auf einmal 220 spurlos verschwunden. Ist das mit dem Brexit irgendwas zu tun? Nein, aber da muss, also das ist zumindest eine Erkenntnis, da muss gar noch im Parlament geben. Wie lange bist du in der österreichischen Politik unterwegs? Na, schon länger. Wow, es gibt Gauner im Parlament. Okay, lass mal. Mit dieser unglaublichen Erkenntnis lassen wir euch in die nächste heiße Sommerwoche, würde ich sagen. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns, Baba.